Wenn wir Glück haben, wenn die Karotten mal irgendwann reif werden. Heute haben wir den 2. August, nur noch einen Tag, 2 Tage müssen wir noch warten. Ich hoffe, dass die dann irgendwann mal reif werden. Die brauchen schon jetzt so lange. Wenn wir Pech haben, werden die nie reif. Dann ist da irgendwo ein Bug drin. Und dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir uns Mischrationen kaufen gehen. Aber dann bauen wir noch Zuckerrohr an, dann holen wir das Geld über das Zuckerrohr wieder rein. Dann darf der Thorsten immer mit einem Einreiher Zuckerrohr ernten. Und der darf erst dann aufhören zu spielen, wenn das Feld fertig ist. Ja. Und wie kommst du klar, Thorsten? Du lässt so auch was liegen, aber sonst ist die sauberer. Aha, dann behalten wir die. Sowieso gut, wenn wir 2 von den Strohballenpressen haben. Oh, ich krieg auch Schneebälle ab. Dankeschön, Nils. Ich habe das Fenster sogar hier offen. Trotzdem ist mir wärm bei 19 Grad. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwie hat Opi kaputt gemacht. Du, bei mir Schnee. Oh, es schneit bei dir. Ja, morgen ist Regen und Apropos Schnee Schnee, angesagt. bei mir ist auch Schneeregen. Können ruhig wegbleiben mit dem Mist. Und die ganzen nächsten Tage bis einschließlich Freitag nächste Woche ist minus gerade nachts angesagt. Tagsüber Schneeregen und so ein Kram, das gibt ja überall Glatteis. Gut, dass wir nirgendwo hin müssen. Schicke ich alles zum Herbie. So, verkaufen fahren. Lümmel von Herbig. Wie kannst du denn nur Lümmel zum Nils sagen? Wo gibt es denn sowas? Moin Nils von Gebhardt. Ich habe auch alles erledigt. Auf was bezogen? Servi, ich bin ganz lieb mit dir. Glätte, aha. Hast du gestreut? Gestreuselt. Guten Abend, Grüße aus Berlin von Dennis. Dennis dir auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Schöne Grüße zurück vom Niederrhein, da wo Namen jeden Freitag die Erdachse gehüllt wird. Dennis. Nee. Doch. Was? Nee. Didi.
Die Bahn mal ausstrecken, bevor er ganz abbricht. Ja, und auf 29 km/h gehen, bitte. Hi, von höher. Hi, 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 hi. Eine Runde Strohbälle zu kaufen, habe ich gar nicht mit gerechnet. Wer weiß, wie lange die Dinger da schon drin liegen und voll sind. Und nichts produziert wird. Und Dubi, wie geht's dir und Omi? Denn, Omi, mir geht's gut. Danke der Nachfrage, Nils. Wie geht's unserem Nilsi? Und zum Norwegen. Jetzt kann ich wieder Gas geben. Mir geht's sehr gut, das höre ich gerne. Weitermachen. Achtung, oha, Herbie. In 10 Minuten Päckchen. Ach so, ja. Danke fürs Erinnern. Ja, wir müssen noch weiter. Hier sind wir falsch. Eine Station weiter. Jetzt haben wir wieder Geld, kommt. Da lass kommen. Prost! Ja, 22.000. 23.000. Das ist schön. Jetzt wackeln wir wieder zurück. Laden einmal Stroh nach. Füllen dann noch mal auf, gehen noch mal verkaufen und dann fahren wir zurück zum Rübenfeld. Meine Spiegel gehen immer noch nicht. Ich habe den Mod nicht gefunden, den man angeblich dafür benutzen kann. Ich habe zwar rumgesucht und gemacht, getan, aber gefunden habe ich ihn nicht. Außerdem habe ich keinen Ton im Wagen. Was ist denn los? Hä? Habe ich meinen Sound so leise? Auf die 29 abbremsen wegen Blitzer. Der gleich irgendwo hier auf der rechten Seite aufkreuzt. Da ist der Blitzer. Thorsten ist schuld, dass Opi seine Spiegel nicht gehen. Thorsten? Was hast du mit meinen Spiegeln gemacht? Sei beruhigt, bei mir geht auch nur einer. Ach so. Hm.
Ich finde diesen 3-Stufen-Tempomat finde ich herrlich, dass man sich da 3 Stufen einstellen kann. Vor allen Dingen gut für Karten, wo Blitze drauf verbaut sind. Ja, bei meiner Fahrweise ist das klar, dass wir dieses Verkehrsgetümmel ausgeschaltet haben. Würde ich ja nie irgendwo ankommen. Ja, und nach dem Päckchen werde ich dann auch. Oder ist sogar gut, können wir eigentlich jetzt machen. Der lädt ja sowieso die ganze Zeit auf. Dann kann ich auch Kaffee holen gehen. Alles gut. Halt, ich wollte erst Stroh aufladen. Einmal Stroh in die Fabrik kippen, bitte. Da war doch was. 4.631.000 Liter. Ja gut, die 8, die habe ich überlesen. Hopi Kaffee holen, mache ich gleich, mache ich gleich. Aber erst das Geschenk aufmachen. Ja, setze eure Pauli-Punkte rein für den 12-Stunden-Stream. Thorsten kriegt die Bratpfanne ab. Warum? Ja, Herbie, gleich. Hör auf zu schubsen. Nur so? Ach so. Ja, wenn Schee macht. Und Thorsten, wie kommst du voran mit deinem Stroh? Du wirst immer langsamer. Bist du so weit zurückgelehnt? Nein. Dann redest du so wenig, dass dein Mikro andauernd ausgeht. Das Mikro ist in Schonphase. Ja, Anja nicht da? Nein, die Anja ist krank. Oh Mann, so viel Döner kann ich gar nicht essen, um schöner zu werden. Wie kommst du jetzt auf Döner, Anja? Gute Besserung für Anja. Vom Nils. Füllen wir den nochmal auf. Damit die Fabrik keinen Rohstoffmangel erleidet. Kein Rohstoffmangel. Mangel, Mangel, Mangel. Ach, wegen Schönwert.